Moin allerseits und willkommen zurück zu Randall's Monday und ja, mal schauen, was denn da jetzt eigentlich dort in Metz Wohnung eigentlich so ist, vorausgesetzt, ich komme mit dieser ollen Karte da rein. Und ich muss zu irgendeiner Oma. Ich habe einen Kommentar bekommen, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Name war. Der fing, glaube ich, mit L an, wenn ich mich nicht irre. Und mir wurde gesagt, ich bekomme hier von irgendeiner Oma irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr, was für eine Oma. Gab sie in dem Spiel eine Oma? Ich habe keine Ahnung mehr. Egal, vielleicht fällt's mir ja irgendwann wieder ein, wer weiß. Okay, ich komme auf jeden Fall schon mal rein, das ist ganz gut. Juti, was haben wir denn hier so? Hier sieht's jetzt nicht unbedingt so aus, als gibt's hier irgendwas Neues. Oder? Nö. Das von Sally, ich will mal hoffen, dass das von Sally ist und nicht von Matt. Das hängt immer noch hier. Kann ich ja mitnehmen? Nein. Kann ich den Companion Cube mitnehmen? Nee, ich kann dir ja gar nichts mitnehmen, oder? Ist irgendwas in der Küche oder so? In der Küche ist auch nicht unbedingt irgendwas Außergewöhnliches. Außer, dass der Backofen immer noch kaputt ist und dass da, ich weiß nicht, immer noch Bloody Matty irgendwie da drin ist. Warum ist da... Was ist da drinne? Hat er sich irgendwie Tomatensaft gemacht oder was? Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Außerdem habe ich Besseres zu tun. Okay, ja. Warum ist da Matt da drinne? Den fasse ich lieber nicht an. Wieso? Erwartest du, dass plötzlich Matt da drin ist? Was haben wir denn hier überhaupt? Hä? Was? Improvisierter Ausgang? Warum nehme ich nicht einfach die Tür, wie jeder normale Mensch auch? Ja, weiß ich doch nicht. Warum ist da ein improvisierter Ausgang? Warum ist das Fenster plötzlich offen? Und warum ist hier gar nichts? Kann ich einen Magnet mitnehmen? Muss der Versuchung widerstehen. Okay. Auf jeden Fall finde ich hier offenbar jetzt gerade keinen Kuchen. Und auch sonst nichts wirklich Nützliches. Was? Bin ich jetzt hier reingegangen für nichts? Ist jetzt hier gerade gar nichts? Muss ich erst irgendwas triggern? Ich habe keinen Schimmer und ich weiß immer noch nicht, was für eine Oma. Ach, jetzt weiß ich wen. Die Mona Lisa für Rentner, das olle Wandgemälde. Ich habe ganz vergessen, dass da bei Randalls Wohnung ja auch noch eine war. Die war doch da auf dem Balkon. Ja, nicht Balkon. Da, wo ich rausgegangen bin, nachdem dann quasi die Feuerleiter kaputt gegangen ist. Genau. Oder die Feuertreppe. Na, egal. Ich hoffe jetzt nur mal eins. Und zwar, dass Sally mich nicht irgendwie stört. Weil ich glaube, das war ja da bei Renzels Zimmer, oder? Ah, okay. Sally ist verschwunden. Das ist schön. Auch wenn es mir ein bisschen komisch vorkommt, aber okay. Dann gehe ich mal zur Rentner Mona Lisa, ne? Ich muss mir was abholen. Ich weiß nicht was. Ist es der Kuchen? Ist es irgendwas anderes? Ich habe keinen Schimmer. Oh. Das ist wirklich der Kuchen. Mrs. Grozer hat Kuchen gebacken. Ja, und wo ist sie jetzt abgeblieben? Ist sie plötzlich zum Kuchen geworden, oder was? Ich wusste noch nicht mal, dass die überhaupt lebt. Ich dachte, das wäre eigentlich nur ein Bild, was da irgendwie in einen sehr eigenartigen Rahmen reingepackt worden ist. Es riecht echt gut. Ja, will ich doch mal hoffen. Ist das da Blut, oder was ist das da unten? Keine Ahnung. Warum zum Geier sage ich eigentlich ständig Psychiatriepraxis, wenn es eine Psychiaterpraxis ist? Hä? Keine Ahnung, wahrscheinlich muss ich selber irgendwann mal in die Psychiatrie. Ja, irgendwie so das in der Richtung, ne? Judy, ich habe Kuchen hier, willst du? Ja, das könnte gehen. Aber für einen Geburtstagskuchen fehlt da noch was. Ja, die obligatorische Kerze, auf der 30 steht, aber in Wirklichkeit du 50 bist, ne? Achso, die Kuchen habe ich immer noch. Okay. Warte mal. Soll das jetzt wirklich die Kerze sein? Hey, oh Gott. Das erinnert mich echt an meinen 10. Geburtstag. Da gab es zwar keinen Kuchen, aber da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Ja, ist ja fast dasselbe, ne? Was für ein schöner Kuchen. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Deko und die Party kann losgehen. Perfekt. Den gebe ich ihm persönlich, wenn ich die Dekoration fertig habe. Seid ihr blind, Leute? Ist doch schon dekoriert.
Und ich glaube, die braucht echt mal eine neue Brille. Kann das sein? Ich glaube, die tut gerade hier wirklich eine Zigarette mit einer Kerze verwechseln. Was? Habe ich denn noch hier irgendwas? Was? Ich habe den Kuchen ja immer noch. Ist das gut oder schlecht? Ich finde gerade, das ist nicht gut. Ach, warte mal. Partyhut. Gut gemacht. Alles sieht perfekt aus. Nun gut, gehen Sie rein und überraschen Sie ihn. Was für eine Low-Budget... Was für eine Low-Budget-Geburtstagsfeier, ey. Das ist, ich glaube, das einzig Beste hier irgendwie ist wirklich der Kuchen. Vorausgesetzt, die Asche ist noch nicht drauf. Hi. Wir kennen uns noch nicht. Guten Morgen, Dr. Johnson. Guten Morgen, Mr. Lecter. Hannibal Lecter. Hey, was schauen Sie mich denn so an? Ist nur ein dummer Zufall. Und warum haben Sie den Kuchen runtergeworfen? Wen interessiert denn der Kuchen? Mich interessiert der Kuchen. Okay, naja. Vielleicht hätte ich ihn lieber auf Ihren Schreibtisch stellen sollen. Ich bin aber einer, der schnell denkt und noch schneller handelt. Nun, was kann ich denn für Sie tun? Was? Einfach so? Kein Rohrschachttest oder so? Nein, ich hielt den immer für komplette Zeitverschwendung. Ohne jeglichen empirischen Nutzen. Tja, wird wohl eh das Beste sein. Ich sehe eh immer nur Schmetterlinge. Zerquetschte Schmetterlinge. Sagen Sie mir doch bitte, was Sie zu mir führt, ja? Eine Zigarette. Auf dem Boden. Samt Kuchen. Sieht komisch aus, aber... Aber es passt sich irgendwie so ein bisschen farblich dem Boden an. Oder deinem Gesicht? Ich bin mir nicht so richtig sicher. Ein verfluchter Ring ruiniert mein Leben. Nun, Sie müssen verstehen, dass ein unbelebter Gegenstand nur so viel Macht über Sie hat, wie Sie ihm zugestehen. Wie bitte? Das heißt, dass Sie derjenige sind, der Ihr Leben zerstört. Sie schieben es auf den Ring, nicht wahr? Ja, klar. Ich meine damit, wenn es nicht der Ring wäre, wäre es irgendetwas anderes. Nein, es ist der Ring. Irgendwas anderes lässt nicht jeden Tag meinen besten Freund krepieren. Okay, das klingt nach einem echten Problem. Ja, egal. Deswegen bin ich aber gar nicht hier. Weshalb sind Sie dann hier? Sagen wir mal, für einen Freund. Was meinen Sie mit für einen Freund? Erinnern Sie sich an einen betrunkenen Typen? Bisschen komisch. Matthew Griffin mit Namen. War der heute hier? Deswegen sind Sie hier? Tut mir leid, aber diese Information kann ich nicht preisgeben. Ich muss Sie nun bitten zu gehen, Mr. Lecter. Nein, Moment! Ich bin echt verzweifelt. Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Bitte helfen Sie mir. Der Affenmann? Sie haben ja echt Nerven, hier wieder aufzukreuzen. Ich heiße Randall Hicks und ich befinde mich in einer echt schwierigen Lage. Es geht um ein Menschenleben und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Sie sind der Randall Hicks? Kommt drauf an. Was haben Sie denn so von ihm gehört? Wie es aussieht, kann ich gar nicht anders, als Ihnen zu helfen. Matthew Griffin war heute bei mir. Er hatte keinen Termin, aber er konnte sich reinschleichen. Gefällt mir gar nicht, wenn Leute das machen. Ja, manche Leute haben echt Nerven. Also habe ich ihn reingebeten. Aber er war derartig alkoholisiert, dass ich kein Wort verstanden habe. Außer dem letzten Satz. Ja gut, dann spucken Sie es schon aus. Was hat er gesagt? Er sagte, er will sich eine Waffe besorgen. Und dann wollte er einen Mann namens Randall Hicks umbringen. Den Mann, der sein Leben zerstört hat. Warum zum Geier haben Sie mir das jetzt erzählt? Das ist das Letzte, was ich hören wollte. Sie sind mir vielleicht ein Doktor. Ich habe das erzählt, weil ich glaube, dass es gefährlich ist, einen Mann in dem Zustand mit einer geladenen Waffe rumlaufen zu lassen. Sie müssen ihn finden. Was, wenn er schon eine Knarre hat? Nun, dann müssen Sie wohl improvisieren. Wow, danke für gar nichts. Eins noch, Mr. Hicks. Einem Freund die Frau auszuspannen, ist nicht richtig. Oh, halten Sie doch die Klappe! Ja, echt mal. Ich hab nichts gemacht. Und jetzt? Warte mal. Der will sich eine Waffe besorgen. Der einzige Laden, den es hier geben könnte, wo der vielleicht irgendwie eine Waffe kriegen könnte, wäre höchstens der Pfandleiher, oder? Okay, hier ist er schon mal nicht. Mel, weißt du irgendwas? Hast du einen psychotischen Besoffenen mit einer Brille und einem Afro irgendwo gesehen? Keine Ahnung. Sprechender Briefkasten. Super. Mel? Hallo?
Hallo. Kann ich was für dich tun? Hat bei dir jemand heute eine Knarre gekauft? Ja, bin fast sicher. Okay, ist gut. Hat er einen Afro? Weißt du noch, wer genau? Hallo. Kann ich was für dich tun? Ja, ich will eine Knarre kaufen und dich umnieten. Ja, genau wie dieser andere Typ. Welcher andere Typ? Weißt du, wie er heißt? Glaube nicht. Der hat es eilig. Weißt du noch, wie er aussah? Woher soll ich das wissen? Kann mir nicht jeden Besoffenen merken, der eine Knarre bei mir kauft. Tja, was, wenn dich jemand ausraubt? Ist noch nie passiert. Außer... Warte mal. Oh Mann. Ich werd ständig ausgeraubt. Ach, vergiss es. Erinnerst du dich an den Typen, der die Knarre gekauft hat? Hallo. Kann ich was für dich tun? Der Typ mit der Knarre, verdammt nochmal. Wer war das? Ey, mach mich nicht an, ja? Hab schon gesagt, dass ich mir Gesichter nicht merken kann. Besonders besoffene Gesichter. Sehen für mich alle gleich aus. Aber wenn du mir ein bisschen auf die Sprünge hilfst, weiß nicht, wenn du was hättest, was mich an den Typen erinnert, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Okay, und ich glaube, deswegen sollte ich dann zu Matts Wohnung, ne? Damit ich mir da ein Bild von ihm hole und ihm es dann zeige. Okay, gut. Na, wo haben wir ein Bild? Da liegt es. Matt sieht auf dem Bild nicht gerade gut aus. Eigentlich will man kaum hinschauen. Auf nur Mel kann sich erinnern. Ja, das hoffe ich mal sehr. Hey, wo kommst du jetzt her? Ich will wissen, wer du bist und was zum Geier du hier treibst. Ich verwette meine Marke, dass du hier nichts zu suchen hast. Naja, wissen Sie, ich... Weißt du, mir reicht's jetzt schon mit dir. Du bist festgenommen. Was? Sag mal, wo kommt der Typ eigentlich ständig her? Wohnt er da in dem blöden Fahrstuhl oder was? Was? Ich sagte, du bist festgenommen. Bist du taub? Aber warum? Erstens, ich kann dich nicht leiden. Zweitens, du kommst aus der falschen Wohnung raus. Und drittens, ich habe heute noch niemanden verhaftet. Reicht das? Haben Sie mal überlegt, dass mich auch jemand, der hier wohnt, eingeladen haben könnte und ich jetzt nur nach Hause gehe? Nein, das steht dir ins Gesicht geschrieben. Du hast irgendwas vor. Okay, ich beweise es. Ich hole meinen Freund und er kann es Ihnen bestätigen. Du solltest mich lieber nicht verscheißern. Glaub mir, du willst keinen Ärger mit mir. Natürlich nicht. Scheiße, ich muss hier raus. Gut, dass ich in der Küche war. Trotzdem, warum ist da plötzlich das Fenster offen? Oh. Scheiße, Alter! Wer zum Geier bist du? Und wo zum Geier kommst du her? Wir kriegen hier noch ein Herz, Kaspar. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe Gedächtnisverlust. Gedächtnisverlust? Ja? Tja, hier ist leider abgesperrt. Du musst wohl warten, bis wir hier fertig sind. Oder bis dir wieder was einfällt. Was? Kommt schon, ihr macht ja nicht mal was. Wir führen hier eine intensive Tatortuntersuchung durch, mein Junge. Ja, wir wollen auf keinen Fall was Wichtiges übersehen. Was ist denn hier überhaupt los? Warum ist hier abgesperrt? Irgendjemand hat wohl den Luftballontypen umgelegt. Was? Er ist tot? Nee, war knapp. Aber er lebt. Warum fragst du? Weißt du irgendwas über die Sache? Du kennst den Typen, stimmt's? Nein, nicht mal ansatzweise. Warum liegt da ein Baseballschläger vor dir? Und warum hat der einen Pappkarton als Mütze auf? Das sieht aus wie ein Pappkarton, ohne Scheiß. Ich? Keine Ahnung, Sie wissen ja, Gedächtnisverlust und so. Stimmt ja, hast du erwähnt. Fall abgeschlossen. Tja, wie auch immer. Der Typ hat eine beinahe tödliche Dosis Helium eingeatmet und sein Hirn hat nicht mehr genug Sauerstoff gekriegt. Shit, das ist nicht gut. Nee, mein Junge. Ist es gar nicht. Tatsächlich haben wir diese Kisten hier gefunden, als wir die Straße abgesperrt haben und... Tja, wir haben sozusagen den Jackpot geknackt. Antike Sammelkarten, Föderationsuniformen, ein paar Replikas von berühmten Schwertern, eine wahre Goldmine. Da sollte wohl eine Sammelbörse stattfinden. Aber nachdem sie abgesagt wurde, haben sie den ganzen Krempel einfach weggeschmissen.
Also nochmal zum Mitschreiben. Ihr durchwühlt hier lieber den ganzen Sammlerschrott, anstatt an einem Fall zu arbeiten? So kann man es wohl ausdrücken. Man kann aber auch sagen, wir haben gerade einen scheiß Wonderboy gefunden und müssen den jetzt dringend ausprobieren. Dafür braucht ihr wohl eine Konsole. Ne was? Eine Konsole. Ihr wisst schon, wie soll man sonst Wonderboy spielen? Wir reden gar nicht von dem Wonderboy, Junge. Hast du noch nie was von Costners legendärem Baseballschläger gehört? Ich mag ja so Retro-Sachen. Aber das ist mir zu retro. Ach, was weißt du schon? Nix, wie man sieht. Ne? Man kann ja sagen, was man will, aber ihr seid diejenigen, die gerade was klauen. Wenn der Eigentümer nicht will, dass das Zeug jemand nimmt, sollte er es nicht auf die Straße stellen. Ja, genau das sagen Autodiebe auch immer. Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich sag dir mal was. Wir sind immer auf der Seite der Gerechtigkeit. Ha? Wenn wir uns ab und zu mal was an unseren Einsatzorten ausborgen, dann doch nur, weil wir nicht so viel verdienen wie Grissom oder Horatio. Außerdem ist das nur Müll, der hier in der Seitengasse rumliegt. Wir haben nicht gerade jemanden dafür verdreschen müssen. Naja, du hast diesem Jungen eine gescheuert und ihm gesagt, er soll sich verpissen. Der wollte das Teil, das ich zuerst gefunden hatte. Ja, jedenfalls. Ich glaube, das ging vielleicht einen Schritt zu weit, Partner. Okay, die Anzeige läuft dann offenbar, du Typ mit dem komischen Pappschachtel auf dem Kopf. Mal echt jetzt, ich muss aus der Gasse hier raus. Tut mir leid, Junge, da musst du wohl warten. Und das hier dauert eine Weile. Fuck my life. Seid ihr die Einzigen, die an dem Fall arbeiten? Nee, der Sarge ist bei den Ermittlungen federführend. Ja, aber der ist in die Wohnung von diesem Betrunkenen. Es sind immer die Besoffenen, die den meisten Ärger verursachen. Ja, das glaube ich auch. Ich hoffe mal, dass er nicht das Fenster in der Küche findet und dann früher oder später hier runterguckt. Das wäre nicht toll. Na gut, dann macht mal schön weiter. Okay, aber du bleibst schön hier. Nee, hab ich keinen Bock zu. Taser? Muss ich irgendwas mit dem Taser machen? Warte mal. Mit den Reden bringt mich auch nicht weiter. Ja, aber ich muss was machen. Warte mal, Baseball. Vielleicht wieder irgendwie das spielen, oder? Hey, warum probiert ihr den Wonderbat nicht aus? Was schwebt dir vor? Weiß nicht. Kann einer von euch den Ball treffen? Ned, du hast schon seit Jahren keinen Baseballschläger mehr in der Hand gehabt. Du kommst ja nicht mal zu den Spielen gegen die Feuerwehr. Na und? Willst du sagen, dass ich's nicht mehr drauf hab? Sagen? Singen will ich's. Vierstimmig, wenn's sein muss. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na dann lass jucken, Junge. Und Strike! Shit! Warte, muss nur erst warm werden. Klar, Mann. Ja, aber sicher doch, ne? Steht zwar nur 2-3 Meter vor dir entfernt, aber muss warm werden. Mein Ball ist weg. Wo ist mein Ball? Ach so, da drin bestimmt, oder? Ja, offenbar schon. Glaube ich zumindest. Offenbar sind da Baseballs bis zum geht nicht mehr. Das ist nice. Okay, nächster Versuch. Du verschwendest deine Zeit, Junge. Halt die Klappe, Ted. Los doch, zeig, was du drauf hast. Fertig? Und Strike Nummer 2. Fuck! Verdammte Scheiße, irgendwas stimmt mit dem Schläger nicht. Ich dachte, das wäre der Wonderbat. Junge, nerv mich nicht, weil ich nämlich einen Taser hier habe und der will Action sehen. Okay. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich das wahrscheinlich sein werde, der die Action verursacht, ne? Habe ich übrigens gerade Baseball einfach nur gesagt, statt Baseballball? Ne, wobei, das macht weniger Sinn. Egal. Meinst du nicht, der Taser behindert dich beim Ausholen? Vielleicht liegt's daran. Tja, jetzt wo du es sagst. Vielleicht, der ist schon etwas unbequem. So sieht's aus. Ich könnte ihn eine Weile halten. Okay, machen wir. Scheiß drauf. Hier ist das Teil. Danke. Hab dich. Was soll das Gekicher? Nichts? Mir ist gerade nur ein Witz eingefallen. Junge, du bist nicht ganz sauber. Ja, das höre ich andauernd. Ja, aber sowas von. Das sagen mir auch meine 10 Stimmen in meinem Kopf, weißt du? Das ist ein bisschen schwierig, wenn man die irgendwie unterdrücken muss. Willst du es nochmal probieren? Lass stecken, Junge. Du siehst doch, dass er nichts mit dem Baseballschläger drauf hat. Halt die Schnauze, Ted. Ich war 2. Junior State Champ. Ja. Das ist aber eine Weile her. Hey, nicht schwätzen, schlagen. Leg los, bin bereit.
Ui, du triffst ja sogar. Ach, wie ich diesen Klang liebe. Was habe ich gesagt? Was? Ich habe dir gerade deinen kleinen weißen Arsch versohlt. Who's your daddy? Ich wusste, dass du das drauf hast, Ned. Hab dich nur ein bisschen anheizen wollen. Weiß ich doch, Mann. Und danke dafür. High five. Ich hab nur einen Versuch und der muss sitzen. Ja, komm, mach jetzt. Oh, verdammt. Hallo, mach jetzt. Ich hab nur einen Versuch und der muss sitzen. Ist jetzt nicht dein Ernst? Och, Mann. Das ist es doch. Mann, du hast eine Katze getroffen. Oder war das ein Koala? Keine Ahnung, aber ich weiß, wer mir High Five gibt. Aber klar, Bruder. Ja, komm. Ich hab nur einen Versuch. Ach komm, laber nicht, mach es. Na, geht doch. Glaub nicht, dass es eine gute Idee ist, Cops zu tasern. Aber wie komme ich hier sonst weg? Weiß ich doch nicht. Kann ich die Kamera haben? Oh. Offenbar nicht. Na, hallo? Inventar? Bild? Hallo? Kann ich dir helfen? Ja, ich brauche eine Milch und eine Tüte Chips. Sofort, Kumpel. Warte mal. So Zeug habe ich gar nicht, oder? Weiß ich doch nicht. Du hast Quecksilber im Hirn? Schau dir doch mal dieses Foto an. Warum bist du ein Bulle? Das Zeug bei mir im Lager gehört nicht mehr. Schau dir einfach nur das scheiß Foto an, Mel. Ich kenn den Typen. Endlich ein Fortschritt. Woher kennst du den? Der war wohl vor einer Weile mal hier. Ja, ganz sicher. Super. Hat er was gekauft? Hat er was gesagt? Er hat den heftigsten Revolver auf Erden gekauft. Den Magnomatic 9000. Und er sagte, er wollte... Er wollte Randall Hicks umnieten. Genau das war's. Und so etwas konntest du dir nicht merken? Aber... Wer ist Randall Hicks? Hat er gesagt, wo er hin wollte? Tja, vielleicht zur Wohnung von diesem Randall. Weißt du, um den umzulegen. Würde ich jetzt einfach mal raten. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt, Randall. Also, da brauchst du nicht 1+1 zusammenzählen, ne? Und wo genau ist er jetzt? Ist er in meiner Wohnung? Oh? Hallo, Randall. Ich bin's, Matt. Wie läuft's denn so bei der Zerstörung meines Lebens? Tja, ist ja auch egal. Wenn du das hier liest, bin ich schon tot. Zugegeben, wir hatten eine geile Zeit zusammen, obwohl du ein Idiot bist. Aber du warst immer mein bester Freund und wir kannten uns seit dem Sandkasten. Wir waren unzertrennlich. Dann kam Sally und es wurde sogar noch besser, bis du beschlossen hast, alles in die Scheiße zu reiten. Was zum Geier hat dich geritten, Mann? Du warst früher echt mal cool. PS? Ich hab gelogen. Bin gar nicht tot und warte mit einer Knarre auf dich auf dem Dach. Lass mich nicht zu lange warten. Ich habe hier 6 kleine Freunde, die allesamt schneller sind als du. Das klingt ja gar nicht nach Matt. Wo sind die ganzen Sachen, die irgendwie sich anhören, als wäre der in irgendeiner Parallelwelt? Oh. Endlich habe ich dich gefunden, Matt. Bitte, ich weiß, was du denkst, aber ich muss dir das erklären. Ja, hast du die Tauben umgebracht? Ja, oder? Bevor du irgendwas sagst, es tut mir so leid. Du verdammtes Arschloch! Du hast mir Sally direkt vor meinen Augen ausgespannt. Und auch noch mit meinem eigenen Ring. Ich schieß dir die Rübe runter. Matt, es ist nicht, wie du denkst. Tu nichts, was du später bereuen wirst. Ich hab gar keine Zeit, das zu bereuen. Ich blas mir die Birne weg, gleich nachdem ich dich umgelegt hab. Oh. Ja, ich kann euren Anblick zusammen nicht ertragen. Gott, wenn ich nur daran denke, wird mir kotzübel. Matt, komm schon, ich kenn dich doch. Wenn dir schlecht ist, liegt's nur am Alk. Warum reden wir nicht einfach über alles? Wie 2 gute Freunde, du und ich. 2 gute Freunde. Freunde? Du spinnst wohl. Ein Freund würde mir nie so etwas antun. Niemals. Ich weiß nicht, ich komm grad nicht mit Randall klar.
Sein Körper sagt, Alter, ruhig Blut, ey, wir können das regeln. Sein Gesichtsausdruck sagt irgendwie, können wir jetzt endlich mal ihr Ende machen, das ist, das hatten wir schon. Das war ich nicht selbst. Ich war von einem fiesen ektoplasmischen Wesen besessen. Randall, du kannst dich nicht immer mit derselben Geschichte rausreden. Nicht, dass du meinen Geburtstag vergessen hast und mir die Freundin ausgespannt hast. Mann, du bist echt das Letzte vom Letzten. Oh shit. Hatte ich die schon mal benutzt? Verdammt. Okay, das war wohl ein Fehler. Tja, du weißt ja, was Alkohol mit einem Gehirn anstellt. Nee, Junge. Blumenkübel aus dem Fenster werfen oder kleine Kinder fürs Leben zu traumatisieren ist eine Sache. Aber dem besten Freund die Freundin ausspannen? Da geht's um Gefühle, Randall. Gefühle! Weißt du überhaupt, was das ist? Matt, du weißt, dass ich dich liebe, wenn du betrunken bist. Aber gerade fällt mir auf, dass du echt langweilig bist, wenn du betrunken bist und Liebeskummer hast. Deshalb der Gesichtsausdruck. Ah, okay, verstehe. Denk doch mal nach, was hätte ich denn davon, dir Sally auszuspannen? Du musst doch einsehen, dass das keinen Sinn ergibt. Ich kann gerade nicht klar denken. Ich will, dass alles ganz einfach nur vorbei ist. Du denkst nicht klar, Matt. Das tust du übrigens nie, aber du musst mir hier einfach vertrauen. Ja, klar. Wie bei dem Streich mit dem Bunsenbrenner im Föhn, ja? Ach komm, ich war von einem üblen ektoplasmischen Wesen besessen. Sicher warst du das? Schon wieder. Ach komm schon, Matt. Wir beide waren schon immer Freunde. Sollen wir uns das von irgendeiner hergelaufenen Schlampe kaputt machen lassen? Nenn sie nicht Schlampe. Ich meinte nur... Das ist mir scheißegal. Ich will's nicht wissen. So läuft das nicht. Kannst du dich jetzt endlich mal entscheiden und abschießen, abknallen und dann dich abknallen? Oh Mann, ey. Matt, ich schwör dir, ich will gar nichts von Sally. Glaub mir. Tja, so sah das aber gar nicht aus, als du ihr meinen Ring gegeben hast und ihren Antrag gemacht hast. Und das war gerade mal gestern. Gestern? Okay. Wir haben gestern Abend alle zu viel gesoffen. Warum vergessen wir das nicht einfach? Ich erschieß mich einfach. So kann ich am besten vergessen. Hey, was sag ich da? Ich sollte lieber dich erschießen. Also vorhin hast du gesagt, du willst mich erschießen und dann dich selbst. Also, Glaub mir, Kumpel. Ich bin dein bester Freund. Halt dein scheiß Maul. Du hast es diesmal zu weit getrieben. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss wohl zu viel getrunken haben und der Witz ist mir etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, ich kann mich an nichts erinnern. Nee, Junge, ich weiß es aber noch, als wäre es gestern gewesen. Ich kann dir das nicht verzeihen. Wie soll ich bei jemandem wie dir vernünftig bleiben? Gerade hast du doch gesagt, das war gestern. Hä? Mann, ich hab mich geändert, ehrlich. Ich weiß, es war nur ein Tag, aber ich bin ein komplett anderer Mensch. Am Arsch bist du! Ich blas mir die Rübe weg und du wirst es dein Leben lang auf dem Gewissen haben! Eigentlich nicht, ich hab das schon seit ein paar Wochen so, also... Matt, ich bin's, Randall. Ich habe kein Gewissen. Genau. Ich kenn dich gar nicht mehr, Mann. Mach dich bereit, ich blas dich jetzt weg. Nee, ich blas mich jetzt selbst weg. Könnte nicht mit der Schuld leben. Ja, du bringst dich doch eh um, also ist doch egal dann, oder nicht? Ach komm schon, Matt, hör mir zu, lass dir das erklären. Nee, lass ich nicht. Komm schon, Matt, reden wir, halten wir ein kleines Schwätzchen und danach kannst du mich ja immer noch rumlegen. Oh, okay, lass hören, was du zu sagen hast. Oh, können wir das endlich mal hier beenden? Ich würde Sally niemals anbaggern. Bullshit, ich glaub dir nicht. Mann, ich kann mich an gestern kein Stück erinnern. Du hast Sally mit meinem Ring einen Antrag gemacht. Direkt vor meiner Nase. Und sie hat ja gesagt. Ja, das macht mich genauso fertig wie dich. Ich schwöre, ich will's wieder gerade biegen. Und wie soll das bitte gehen? Keine Ahnung. Ich rede mit Sally. Bevor oder nachdem du mit ihr ins Bett gehst? Frage ich mich auch gerade, weil ich bin aus dem Bett rausgekommen, während sie drin war. Also, ja. Okay, weißt du was? Ich verziehe mich für eine Weile aus der Stadt. Und was genau soll das bringen? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt,
Ich weiß es auch nicht. Das soll's dann sein? Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber ich konnte Sachen noch nie richtig gut wieder gerade biegen. Weißt du, Randall, das ist alles ganz schön scheiße. Aber ich glaub dir. Also, was jetzt? Zuerst legst du vielleicht mal die Knarre weg, ja? Ich schwöre, ich will gar nichts von Sally. Mein Wort drauf. Nee, fuck. Ich geb jetzt nicht nach. Ich hab was angefangen und das führe ich jetzt auch zu Ende. Oh Gott, ist das nicht dein Ernst, oder was? Ich gehe nirgends hin, bis das hier nicht ausgestanden ist. Tja, das wird dann auch egal sein, sobald die Knarre hier ihren Zweck erfüllt hat. Wow, das klang wie Eastwood mit einem bisschen Bronson. Matt, du weißt echt, wie man sich Respekt verschafft. Dafür kann ich Dezimalzahlen multiplizieren. Genug gequatscht. Irgendwelche letzten Worte? Ja, können wir ja weitermachen, ohne hier weiter zu reden. Margarine ist kein Butterersatz. Ich kann's nicht. Verdammte Scheiße. Ist okay. Komm schon, Alter, nimm das Ding runter. Unterhalten wir uns ein bisschen. Ja? Bist du bekloppt? Warum wirfst du die Waffe? Oh. Was? Nein, 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 nein! Das darf doch nicht wahr sein! Nein! Das war irgendwie absehbar. Oh. Stehen geblieben! Keine Bewegung, Penner! Dein Arsch gehört mir! Was zum Geier machen Sie denn hier? Und warum beleidigen mich immer alle, die eine Knarre auf mich richten? Randall Hicks, Sie sind verhaftet! Was? Warum? Wegen des Mordes an Matthew Griffin. Oder willst du das etwa leugnen? Ich... Wissen Sie was? Machen Sie doch, was Sie wollen. Tag 6. Sie rauchen? Nein, danke. Ich hörte gerade damit auf. Okay. Bin ich jetzt wirklich im Knast? Der erste Tag ist der schwerste. Das steht einwandfrei fest. Und wenn sie dich in die Zelle stecken und das Gitter krachend zuschlägt, dann weißt du, dass es kein Traum ist. Im Bruchteil einer Sekunde ist dein Leben dahin. Nichts bleibt davon übrig. Du hast nun alle Zeit, um darüber nachzudenken. Und ein Maßband in deiner Tasche. Knast? Echt jetzt? Ich hasse das Leben. Heiliger Odysseus 31, Randall Hicks, du lebst noch? Sieht so aus. Du bist also mein neuer Zellengenosse, was? Ist schon erstaunlich. Der berühmteste Insasse hier, der, über den die ganze Welt spricht, ist niemand anders als der gute alte Randall Hicks. Mann, das wird ein Spaß, das kann ich dir sagen. Moment mal, warum bin ich denn so berühmt? Tja, du weißt schon. Wegen dem, was du getan hast. Nein, weiß ich nicht. Also spuck's aus. Hab gerade keine Lust auf Rätselraten. Entspann dich, Mann. Das sind nur so Gerüchte. Gib nichts auf die. Wir sind hier drin doch eh alle unschuldig. Klar. Ich kann's immer noch nicht glauben. Du und ich, Zellengenossen. Wie viel hast du denn gekriegt, Kumpel? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und es ist mir auch egal. Ich überlebe das hier keinen Tag lang, da bin ich mir sicher. Kopf hoch, Mann. Ist doch gar nicht so schlecht hier. Vielleicht bist du ja sogar ganz nützlich. Mach dir da mal keine falschen Vorstellungen. Ich werde bestimmt nicht deine Ersatz-Superzuckerschnecke-Gummipuppe. Ah, das wird auch nicht nötig sein. Okay, hoffe ich mal sehr. Das hört sich sehr eigenartig an. Wie bist du denn eigentlich hier gelandet? Ach, ich sag ja, wir sind hier alle unschuldig. Monster. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Nichts, nichts. Weiß bloß nicht, wie ich mit all dem umgehen soll. Wie meinst du das? Naja, weißt du... Ich wurde wegen Mordes eingesperrt. Wow! Was hat er gemacht? Hat er dir was geklaut? Hat er dich mit Fisch vergiftet? Ich weiß nicht, Mann. Ist alles wie im Nebel. Ich habe eine Menge Macadamia-Schnaps-Intus gehabt. Und dann habe ich wohl den Typen mit meinen Klauen in Streifen geschnitten. Ah. Wer war denn der arme Bastard? Kenne ich den? Besser als die meisten. Oh, Mann! Du hast Matt geschreddert? Der Junge hat echt kein Glück mit rotierenden Klingen. Ich rede nicht von Matt, sondern von dir. Was? Okay, Charlie, jetzt machst du mir aber Angst. Beruhig dich, Alter. Ich will dich nicht bedrohen oder so. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich war sternhagelvoll. Ich weiß aber noch, dass ich den Typen zerstückelt habe.
und dass er es verdient hatte. Ich weiß nur, dass der genau so aussah wie du. Das ist sicher. Ich war sogar sicher, dass du das warst, bis ich dich hier reinkommen sah. Aber das sind ja eh alles alte Geschichten, stimmt's? Ja. Okay, what the... Ich hab grad das Gefühl, dass irgendwie diese ganzen alternativen Zeitlinien gerade so ein bisschen irgendwie aufeinandertreffen, oder? Beziehungsweise nein. Ich reiß von einer alternativen Zeitlinie in die nächste und deswegen sind die quasi alle anders, weil ich irgendwie in der bin, in der quasi das richtige Ich quasi komplett anders drauf war. Ja, irgendwie so eine Richtung. Hab ich das richtig gesagt? Ich glaub schon. Aber was ist das denn? Du gräbst hier einen Tunnel? Kommt drauf an. Willst du den benutzen? Tja, wäre gar nicht schlecht, ja. Weißt du, das Knastambiente bekommt mir nicht besonders gut. Also, wenn du mitkommen willst, geht das klar. Aber du musst es dir verdienen. Wenn du raus willst, kostet das was. Ich sagte ja schon, dass ich nicht deine Ersatz-Super... Ich sagte, das wird nicht nötig sein. Ich brauche einen Gefallen. Wenn du mir hilfst, verspreche ich dir, dass wir dich hier rauskriegen. Okay. Was genau brauchst du denn? Wird nicht einfach, das hier im Knast zu besorgen. Aber vielleicht kann dir ja noch jemand helfen. Na los, spuck's aus. Worum geht's? Okay, ich red jetzt mal Klartext. Ich brauch Sprengstoff. Sprengstoff? Sehe ich wie MacGyver aus? Komm schon, Mann. Ich grab hier einen Tunnel mit meinen Adamantium-Klauen. Die Mauern sind marode, also ist das kein Problem. Aber ich komme jetzt zu Sektor 7. Und das ist verstärkter Stahlbeton. Und dagegen kommen meine Klauen nicht an. Wo wir gerade bei deinen Klauen sind, wie hast du die denn überhaupt hier reingeschmuggelt? Ach das. Jeder Insasse darf einen Gegenstand behalten, der einen besonderen sentimentalen Wert für ihn hat. Solange er verspricht, niemanden damit umzulegen. Oh, schöne Regel. Was hast du behalten? Ich? Naja, sieht aus wie ein scheiß Maßband. Ich hätte lieber die koreanische Konsole gehabt, die mit den Elektroschocks. Verstehe. Dann will ich dich mal nicht aufhalten. Besorg mir den Sprengstoff. Ach, komm schon, Charlie. Wie soll ich denn hier im Knast Sprengstoff auftreiben? Da finde ich doch eher einen Playboy-Bunny. Kann sein. Aber wir sind nun mal im Knast und ich grab einen Tunnel mit meinen Klauen aus Adamantium. Und wenn ich etwas aus Comics gelernt habe, dann ist es, niemals aufzugeben. Naja, das und Adamantium-Klauen plagieren. Hey, was willst du damit andeuten? Nichts, nichts. Nochmal zurück zu dem Sprengstoff. Eine Ahnung, wo ich am besten anfange? Tja, du könntest ihn selbst herstellen. Oder Sleazy kann dir helfen. Der kommt an alles mögliche Zeugs ran. Tut mir leid, aber als in der Schule C4 dran war, habe ich wohl gefehlt. Sei doch nicht so negativ. Ich weiß nicht. Frag einfach mal rum oder geh in die Bibliothek. Lern einfach mal was dazu, Randall. Ich schau mal, was sich machen lässt. Genau, lauf einfach mal rum und frag nach Sprengstoff. Wird natürlich nicht gerade irgendwie unauffällig sein, aber hey, frag einfach mal nach Sprengstoff. Besonders mal frag mal Murray, falls der hier irgendwo sein sollte, oder irgendeinen anderen Polizisten. Also, was macht man denn hier drin so zum Zeitvertreib? Tja, nicht viel. Ich gehe kaum aus meiner Zelle raus. Aber wenn du Unterhaltung brauchst, probier's auf dem Hof. Vielleicht gibt's einen Weitspuck-Wettbewerb. Oder frag die Schwestern, die stehen auf Party und so. Die Schwestern? Warum hat er das so ausgesprochen? Hä? Und ich bin jetzt allen Ernstes im Knast? Und das nur wegen Kramer? Diesen Vollidioten, der anscheinend irgendwie zu wenig irgendwie Leute einsperren tut und einfach irgendwie quasi, ja, seine Rate irgendwie nicht in den Minus gehen haben lassen will? Keine Ahnung, was ich jetzt damit meinen will. Ich glaube, ich will eigentlich sagen, dass er wahrscheinlich... Keine Ahnung, im Monat 10 Gefangene macht und diesmal hat er nur 5 gehabt und jetzt musste er einfach irgendjemanden irgendwie festnehmen. Super. Danke dafür, Alblali. Was? Naja, was soll's, egal. Na gut, ich mache jetzt erstmal hier an dieser Stelle Ende. Ich weiß jetzt noch nicht einmal, wie lang das Video jetzt hier eigentlich geht. Ich glaube, das wird bestimmt nicht gerade sehr kurz sein, wenn ich mir jetzt nicht das so irgendwie falsch auf der Uhr ansehe. Könnte vielleicht sein, dass dann dieses Video dann Zweiteiler wird, beziehungsweise dann vielleicht einfach komplett dann irgendwie gemacht ist, aber dann quasi dann nur ein Video kommt und eine Stunde geht. Ich habe keine Ahnung, das wird man ja dann sehen, aber bis dahin einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.